Prozess wegen mutmaßlicher Korruption. Luiz Inácio Lula da Silva, der ehemalige Präsident Brasiliens, hat ein Ausreiseverbot erteilt bekommen. Gegen ihn wird wegen mutmaßlicher Korruption ermittelt. Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva darf das Land nicht verlassen. Ein Richter in Brasilien ordnete ein Ausreiseverbot gegen den 72-Jährigen an, wie das Nachrichtenportal G1 berichtete. Bundesrichter Ricardo Leiter ordnete den Entzug des Reisepasses im Rahmen eines Prozesses gegen Lula an, in dem wegen mutmaßlicher Korruption beim Kauf von schwedischen Jagdbomben für die brasilianische Luftwaffe ermittelt wird. Erst am Mittwoch hatte ein Berufungsgericht in einem anderen Korruptionsprozess die Verurteilung des langjährigen Staatschefs bestätigt. Das Tribunal erhöhte die Strafe der ersten Instanz von 9,5 Jahren auf 12 Jahre und 1 Monat. Lula muss vorerst nicht ins Gefängnis, bis zur Ausschöpfung aller Rechtsmittel bleibt er auf freiem Fuß. Lula wollte heute zu einem Treffen der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation, FAO, in Äthiopien fliegen, bei dem über den Kampf gegen den Hunger in Afrika debattiert werden soll. Der Gründer der Arbeiterpartei, BT, will im Oktober für das Präsidentenamt kandidieren und gilt als Favorit. Die Bestätigung des Urteils könnte jedoch seine Bewerbung verhindern. Das letzte Wort in Sachen Kandidatur wird der oberste Wahlgerichtshof in Brasilien haben. Quelle: Deutsche Presseagentur.